Moin, der Tibor hier. Endlich ist es geschafft. Ich habe mein eigenes Plektrum rausgebracht. Bevor ich es dir gleich genauer zeige, möchte ich zuerst deine Frage beantworten, die dir sicher schon auf den Lippen brennt, nämlich gibt es nicht eigentlich schon genug Plektren in 1000 verschiedenen Formen und Farben auf der Welt? Ja und nein. Ich habe mittlerweile schon so ziemlich alles zwischen den Händen gehabt. Plektren aus unterschiedlichsten Plastiksorten, aus Holz, Stein, Glas, Metall, Filz, Kacke, große Plektren, kleine, weiche, harte, dünne, dicke, raue, glatte, unsichtbare, runde, spitze. Ja, da gibt es im Prinzip mittlerweile wirklich alles. Und letztlich bin ich immer wieder zu der gleichen Sorte zurückgekommen, nämlich mittelgroße, relativ harte Plektren aus Plastik mit einer definierten Spitze. Die haben sich für mich immer am besten gespielt, sich auch am besten angehört und die halten auch relativ lange. Also wenn man es beispielsweise mit Holzplektren vergleicht, wesentlich länger. Und trotzdem hat es mich immer gestört, Plastikmüll zu produzieren mit einem Gebrauchsgegenstand, den man wegwirft, wenn sich die Spitze ein bisschen rundgelutscht hat. Wenn du deine Plektren spielst, bis sie komplett abgelutscht und rund sind, völlig okay. Aber ich selbst habe dann einfach keine Kontrolle mehr, wenn die Spitze zu sehr abgenutzt ist und mag das einfach nicht. Während meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass es inzwischen kleine Hersteller gibt, die das Ganze im Gegensatz zu Herstellern wie Dunlop ein bisschen anders angehen. Also zum Beispiel ihre Plektren von Hand herstellen, aus Stein beispielsweise. Und andere wiederum, die auf super moderne, fancy Designs setzen, aber mit herkömmlichen Werkstoffen produzieren. Ja, scheinbar spielt der ökologische Gedanke bei der ganzen Produktion fast keine Rolle. Es gibt zwar ein paar Hersteller, die neben ihren vielen Plastikplektren noch eine ökologische Alternative anbieten, also aus recyceltem Plastik, dass dieses recycelte Plastik dann aber irgendwann nicht mehr wiederverwertet werden, sondern eigentlich nur noch verbrannt werden kann, das erzählt dir halt niemand. Nichts gegen Recycling, aber es muss doch auch ganz ohne Plastik gehen, oder? Holz- und Filzplektren hingegen klingen meinen Ohren zu muffig und halten auch nicht wirklich lange. Stein- und Glasplektren wiederum klingen zu scharf und sind auch sehr energieaufwendig bei der Herstellung. Ja, nachdem ich dann mit unterschiedlichsten Werkstoffen herumexperimentiert habe, wusste ich, es muss etwas anderes her. Und um es mal etwas abzukürzen, du kannst dir das ja mittlerweile wahrscheinlich denken, ich habe vergangene Woche mein erstes umweltfreundliches Plektrum rausgebracht. Jedenfalls so umweltfreundlich, wie es so ein Gebrauchsgegenstand wie ein Plektrum nur sein kann. Bevor wir uns gleich mit dem Inneren befassen, schauen wir uns doch erstmal das Plektrum ein bisschen genauer an. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein handelsübliches Plektrum aus Plastik. Und ja, es spielt sich auch genauso, es fühlt sich auch genauso an. Ich habe dir ja gesagt, dass ich sehr auf harte Plektren stehe, daher ist auch dieses Plektrum, egal wie viel Kraft ich aufwende, nicht wirklich biegbar und so 1 mm dick circa. Damit schlägt es gleich 2 Fliegen mit einer Klappe, denn im Gegensatz zu Holzplektren ist es wesentlich abriebsfester. Und es kann auch mit den meisten Plastikplektren problemlos mithalten. Es hat eine relativ scharfe Spitze, spitz genug, damit du ausreichend Kontrolle beim Spielen hast und damit das Plektrum auch ordentlich Attack erzeugt beim Anschlagen. Tja, und im Gegensatz zu den meisten anderen Plektren hat mein Plektrum deutlich spürbare Kanten auf beiden Seiten durch die Schrift und den Schweinehintern, sodass du auch mit schwitzigen Händen nie den Grip verlieren wirst. Nun zu den inneren Werten. Ein bisschen verhält es sich wie das Schaf im Wolfspelz, denn obwohl es wie Plastik aussieht, ist es aus 100% pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen und vollständig biologisch abbaubar. Hauptbestandteile sind Biopolymere und pflanzliche Wachse und Fasern. Hinzu kommt, dass von dem Biopolymer, das den größten Anteil hat, jedes Jahr Millionen Tonnen als Abfall bei der Zellstoffproduktion anfallen. Also wieso nicht auch einfach anderweitig nutzen?
Der Werkstoff ist sogar für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Das heißt jetzt nicht, dass du zukünftig mit diesem Plektrum immer Besteck in deiner Hosentasche mit dir herumträgst, sondern dass es einfach physiologisch total unbedenklich ist. Und klar nutzt sich auch dieses Plektrum wie jedes andere auch mit der Zeit etwas ab. Aber immerhin verteilst du mit diesem Plektrum kein bedenkliches Mikroplastik mehr in deiner Bude, wenn du Gitarre spielst. Was jetzt aber auch nicht bedeutet, dass du diese Plektren malen und bedenkenlos durch die Nase ziehen kannst. Und wo ist jetzt der Haken, fragst du dich? Naja, diese Plektren werden halt nicht in Fernost produziert, sondern in Deutschland in modernen energiesparenden Werken. Und anschließend werden sie von Hand in recycelten Papierumschläge gepackt und dann wiederum in recycelten Pappversandtaschen verschickt. Insofern ist der einzige Haken, dass mein Plektrum nicht gerade das billigste ist, aber das hätte ich auch nur erreichen können, indem ich irgendwo ökologische Abstriche hätte machen müssen und ich wollte einfach keine Kompromisse eingehen, weder bei der Produktion noch bei der Verpackung. Eine Sache hatte ich noch ganz vergessen zu sagen. Natürlich werde ich demnächst noch ein separates Video machen, in dem ich das Pictrum mit anderen Plektren vergleiche. Es jetzt aber alleine anzuspielen, hätte für dich sicherlich wenig Aussagekraft gehabt, denke ich. Jo. So viel kann ich dir jedenfalls versprechen. Wenn auch dir harte Plastikplektren am meisten gefallen, wird mein Plektrum dir sicher auch sehr gefallen. Wenn du mein Plektrum mal ausprobieren willst, schau einfach mal meinen Shop auf pictrum.com. Den Link dazu findest du auch nochmal in der Videobeschreibung. Falls du Fragen haben solltest, stell sie mir gern in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ahoi!